Joseph Castleman? Ja. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie den diesjährigen Nobelpreis für Literatur erhalten werden. Mr. Castleman, willkommen in Stockholm. Wir werden dafür sorgen, dass es Ihnen an nichts fehlt. Sag mir bitte, dass das alles kein Scherz ist. Es passiert wirklich, Schatz. Genießen Sie es, gezeichnet Sylvia Fry. Wer zum Teufel ist Sylvia Fry? Eine deiner Figuren, Dad. Sei bitte nicht so streng, David, er ist müde. Mrs. Castleman, ich habe den Auftrag erhalten, ein Buch über Joe zu schreiben. Ein Autor muss schreiben. Wenn er es nicht tut, verhungert seine Seele. Ich habe Joes frühere Arbeiten gelesen. Sehr seltsam, wie viel besser er schreibt, seitdem er sie kennengelernt hat. Sie haben Talent, wie ich höre. Ich liebe das Schreiben. Es ist mein Leben. Lassen Sie es. Bilden Sie sich nicht ein, Sie könnten jemals Ihre Aufmerksamkeit bekommen. Ich möchte Ihnen die Familie Castleman vorstellen. Hallo, ich bin Joan. Meine Frau schreibt nicht. Ich kann das nicht. Ich ertrage diese Demütigung nicht. Sag mir, du glaubst an mich als Schriftsteller. Es ist nur dein erster Entwurf. Diese Beziehung ist verdammt. Du bist die Frau mit dem Riesentalent. Ich glaube, dass sie es leid sind, unsichtbar zu sein. Ohne diese Frau bin ich nichts. Sind Sie berufstätig, Mrs. Castleman? Ich bin eine Königsmacherin. Es gibt nichts Verwerfliches an dem, was wir tun. Ich erzähle Ihnen alles. Wenn du dich in ganz großen Höhen bewegst, dann ist es sehr gefährlich, dass man einfach sagt, das Leichteste ist jetzt einfach am Rasten. Dass der Wille zusammenbricht und dass jemandem der Tod sehr leicht fällt. Viele deiner besten Freunde, die gibt's nicht mehr. Die sind am Berg ums Leben gekommen und du bist ziemlich allein jetzt. Es ist schon sehr bedenklich, wie viele Freunde doch auf der Strecke geblieben sind. Und das waren alles Freunde, die nicht leichtsinnig waren. Wir haben kein Mitleid verdient, weil wir waren ja von niemandem da hochgeschickt. Auf der Couch sitzend habe ich den Wert des Lebens nie gespürt. Wo ich sowas von klar denken musste, so aufpassen aufs Leben musste, dann habe ich den Wert des Lebens kennengelernt. Das war wahrscheinlich ein Grund, warum ich immer wieder diese Abgeschiedenheit und die Gefahr gesucht habe. Hans, hörst du mich? Du kriegst mir nicht von dem scheiß Barbohr. Das waren die härtesten Minuten meines Lebens. In Pontypandy ist er der absolute Superheld. Die Hilfe! Den jeder kennt. Lass mich noch weiter runter, Tom! Doch jetzt wird Feuerwehrmann Sam für die große Leinwand entdeckt. Und wie fühlst du dich mittlerweile als weltberühmter Internetstar so? Ich mach nur meinen Job. Der Typ ist der Wahnsinn. Den Teufelskerl will ich unbedingt für meinen neuen Film haben. Und Action! Was? Und so? Wow! Wird euer größter Held. Hollywood kommt. Hollywood kommt. Oh, Hollywood kommt. Oh. Auch noch zum echten Filmheld. Du bist gerade Feuerwehrmann Sam, der Filmheld geworden. Und jeder in Pontypandy ist dabei. Abenteuer.
Spaß und noch viel mehr Feuerwehrmann Sam. Yeah! Doch nicht jeder gönnt Sam seinen Erfolg. Ein Actionfilmdreh kann eine mächtig gefährliche Angelegenheit werden. Wird er auch dieses Problem lösen? Jetzt wird sicher alles gut. Du wirst schon bald ein Megastar. Erlebt Feuerwehrmann Sam endlich auch als Filmheld. Feuerwehrmann Sam, plötzlich Filmheld. Bald im Kino. Darf ich vorstellen, meine Frau, Colette? Es freut mich sehr. Du bist mit einem Literaturunternehmer verheiratet. Und du mit einem Mädchen vom Lande ohne Mitgift. Wir sind verdammt, Liebling. Ich möchte an allem teilhaben und nicht wie eine kleine Hausfrau behandelt werden. Du wirst an allem teilhaben, versprochen. Willi ist eine Marke. Wir haben Geschichten von Willi, Musikrezensionen von Willi. Jetzt kommt Willis erster Roman. Und wer wird diesen Roman schreiben? Mein Name ist Claudine. Ich lebe in Montigny. Hier werde ich aller Voraussicht nach nicht sterben. Das ist gut. Offenbar wurde Willi teilweise von ihrer Schulzeit inspiriert. Schreib! Willi, du Mistkerl! Ja, ich denke, eine Kleinigkeit habe ich beigetragen. Ein wahres Phänomen. Es ist in aller Munde. Mein Plan ist es, Claudine zum berühmtesten Mädchen Frankreichs zu machen. Willi, ihr Buch wird die Welt verändern! Claudine! Claudine! Sag mir, wie viele Menschen in diesem Park hier lesen gerade Claudine in Paris? Wer erobert mein Herz im Sturm? Claudine! Es wird nun mal gern getratscht. Seit wann hältst du Skandale für etwas Schlechtes? Wem habe ich ewige Treue geschworen? Sie haben all den jungen Mädchen eine Stimme gegeben. Willi hat das, meinen Sie? Claudine! Ich meine, Sie haben das. Sie sollten sich dazu bekennen. Ich bin die wahre Claudine. Ich werde damit weitermachen, weil ich es möchte. Die Hand, die die Feder hält, schreibt Geschichte.